Ich spreche hier mit Stefan Beilenhoff, meinem Fachberater zum Themenbereich Druck. Wir haben zum 8. Mal hier eine Drucktagung ausgerichtet in Osnabrück. Seit 2008 sind wir hier unterwegs. Diesmal haben wir uns das erste Mal getraut, die vier wesentlichen Druckverfahren hier zusammenzulegen in einer Tagung. Stefan, wie bist du zufrieden mit dem ja im Wesentlichen von dir zusammengestellten Programm? Wie war die Resonanz in den Pausen? Also ich bin sehr zufrieden. Wir können uns ja der Zukunft nicht verweigern. Das heißt, im Umkehrschluss, die Druckverfahren wachsen zusammen. Die meisten Kunden, die bis jetzt unsere Veranstaltung besucht haben, haben mehrere Druckverfahren im Haus. Der Digitaldruck interessiert alle. Und die Umfrage, die wir beim letzten Mal bei unserer Tiefdrucktagung gestartet haben, wir haben so 10, 15 Teilnehmer gefragt, ob sie Interesse hätten, mal eine universelle Drucktagung zu haben, wo alle vier Verfahren dargestellt werden, hat eigentlich dazu geführt, dass wir es so ausgewählt haben, wie wir das dieses Mal getan haben. Und die Resonanz insgesamt einerseits der Teilnehmer, wir hatten eine sehr besucherstarke Veranstaltung, andererseits aber auch der, ich sag mal, Gespräche, die wir geführt haben, war absolut positiv. Und ich glaube, da haben wir den richtigen Weg auch eingeschlagen. Du bist auch unterwegs als Berater natürlich in der Druckindustrie, damit verdienst du dein Brot. Dort spielt die Standardisierung eine große Rolle. Wir haben mehrere Vorträge zu dem Thema gehört. Wo geht es gerade im Tiefdruck im Moment dahin? Wir hatten zwei Beiträge dazu. Was ist so für dich das Neue vielleicht auch dabei oder das, was im Moment besonders betont ist? Ja, das ist im Kern das, was ich wirklich täglich tue. Wir haben Probleme im Tiefdruck, was sinkende Auflagen betrifft. Das ist jetzt nicht Neues, das diskutieren wir auch seit unserer ersten Tagung, sprich seit 2008. Prozesse zu verschlanken. Das hatten wir übrigens im Flexodruck auch. Wir hatten einen Beitrag, der in dem Sinne sagt, weniger ist mehr. Das war eine schöne Zusammenfassung. Und im Tiefdruck geht es im Kern darum, das Handwerkliche zu kombinieren, eigentlich mit einer hohen Standardisierung. Und dadurch, wie wir heute gehört haben oder gestern, Restfarbenmengen und Ähnliches zu reduzieren, schneller fertig zu werden, mit der Farbabstimmung Prozesse zu optimieren. Und das ist, wenn man so in der Branche schaut, für viele Unternehmen noch ein weiter Weg zu gehen, beziehungsweise wir haben auch exemplarisch einige Teilnehmer hier gehabt, die das schon hervorragend umgesetzt haben. Und das heißt, die Standardisierung der Prozesse zur Qualitätsoptimierung und Kostenreduzierung in einem Paket ist möglich und wird immer mehr gefragt und gefordert. Der Digitaldruck, wir hatten den Vortrag hier von HP, von Herrn Gürz, ist ja quasi dann die Steigerung der Standardisierung. Da gibt es eine Maschine, das sind immer die gleichen Farben, es ist der gleiche Primer, nur das Substrat wird im Prinzip gewechselt. Nur da haben wir die Schnittstelle Druckvorstufe. Wie sieht es da im Moment aus? Ist da auch dieser Standardisierungsschub im Moment festzustellen? Wenn wir uns auf digital beschränken, bewegen wir uns in der Druckvorstufe in einer etwas anderen Welt. Man mag vermuten, sie ist einfacher, weil wir es auf unseren heimischen Inkjet-Druckern oder Laserdruckern quasi Nulldaten drucken, ohne technische Anpassung. Da muss man auch hier sehen, dass die Verpackung doch gewisse Anforderungen hat, auch im Digitaldruckbereich. Die Druckvorstufe im Bereich Tief- und Flexo- und Offset-Druck hat mit Sicherheit einen sehr hohen Standardisierungsgrad inzwischen erreicht. Damit meine ich die Möglichkeit der technischen Standardisierung und wie Herr Seitz uns auch heute mitgeteilt hat, bewegen wir uns teilweise im Prepress-Bereich, in der Entwicklung, im Bereich der Designfindung, noch in Farbräumen, die nicht unbedingt kompatibel sind zu dem, was wir eigentlich dann in der industriellen Umsetzung Tief- und Flexodruck tun. Und die Anpassung, die in dem Sinne dort gefordert ist, da machen wir auch einige Schritte in die richtige Richtung. Seit, wenn ich mich nicht täusche, 2004 bewegen wir uns eigentlich im profilierten Color-Management-Bereich, was also bedeutet Inkjet-Proofs, die Maschinen- bzw. prozessbedingte Profilierung erfahren. Und wenn wir das in Zukunft weiter vorantreiben, werden wir auch da qualitativ besser als auch wirtschaftlicher werden. Eine Steigerung war ja eigentlich dann noch der Vortrag von Herrn Plön, die Reihendruckmaschine mit allen Verfahren in einer Maschine. Ist das die Zukunft für Flexpack? Das ist schwer zu sagen. Im Prinzip, ich bin ein großer Freund von dieser modularen Aufbauweise, weil ich kann mir jetzt auch gut vorstellen, dass ich kostenintensive Verfahren mische mit günstigen Verfahren. Das bedeutet also, wenn ich jetzt einen Imprint habe, wir stellen uns mal die Coca-Cola-Kampagne vor,
Das ist ja eine Mischung aus Tiefdruck bzw. Flexdruck und Digitaldruck gewesen, relativ aufwendig. In einer solchen Maschine könnte ich natürlich die kostengünstigen Farben des Tief- oder Flexodrucks verwenden, um die großen Flächen zu drucken, und eine digitale Eindruckeinheit, um das kundenbezogene Motiv zu applizieren. Das würde natürlich dann in dieser Reihenbauweise, in diesem modularen Aufbau, ich denke, Kosten sparen, im Umkehrschluss aber auch die Logistik und die Abwicklung und vor allem die Liefergeschwindigkeit zum Point of Sales deutlich steigern. Das heißt, wir sollten diesen Bereich durchaus sehr offen betrachten und die flexible Verpackungsindustrie auch mal in Betracht ziehen, dass dieses gegebenenfalls Alternativen sind zu den konventionellen Druckverfahren, beziehungsweise sich eine digitale Druckmaschine neben eine konventionelle Druckmaschine zu stellen. Das sehen wir ja auch bei einigen Veredlern. Mal sehen, was das Thema 2016 wird im November hier bei der nächsten zweiten Verpackungsdrucktagung. Da werden wir sicherlich wieder mehrere Verfahren zusammenpacken. Danke, dass du da mitmachen willst und bis zum nächsten Mal. Schönen Dank.